Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst ist es uns seitens der Linksfraktion ein Bedürfnis und der Genesungswünsche und Grüße an die Sozialministerin, vorgetragen von Herrn Pegel, anzuschließen. Wir wünschen gute Besserung und auf ein baldiges Wiedersehen hier im Parlament und in den Ausschüssen. Und Herr Pegel hat ja engagiert und mit geschliffener Zunge, so wie wir ihn kennen, vorgetragen, was aber nicht darüber hinwegsehen darf und nicht kaschieren darf, dass dieser Gesetzentwurf Ansprüche, die hiermit verbunden sind, nicht wirklich erfüllt. Also es ist davon die Rede, dass das Landesbehindertengleichstellungsgesetz unseres Landes der UN-Behindertenrechtskonvention angepasst werden soll. Und dazu sind 5 Punkte aufgeführt worden, die jetzt hier mehrfach Erwähnung fanden. Diese UN-Behindertenrechtskonvention hat aber insgesamt 50 Artikel. Und es gibt weitaus mehr Punkte als die aufgeführten 5, die einer Anpassung bedurft hätten. Insgesamt lässt sich zumindest nach erster Durchsicht dieses Entwurfs in dieser ersten Lesung aus Sicht der Linken bescheinigen. Es gibt progressive Momente, die mit dieser angestrebten Veränderung verbunden sind. Und es gibt Dinge, die höchst unzufrieden zurücklassen und die uns herausfordern, vor allen Dingen zwischen der ersten und der zweiten Lesung noch entsprechende Arbeit zu leisten, um den Gesetzentwurf zu qualifizieren. Was ist zum Beispiel progressiv? Progressiv ist die veränderte Definition, was eine Behinderung ist oder was unter Behinderung verstanden wird. Die Verbände und Vereine haben zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, dass das ein zentrales Moment der Auseinandersetzung in diesem Politikbereich ist, wie definiert sich Behinderung. Und da geht an dieser Stelle der Vorschlag dieses Gesetzes nicht nur zu einer Anlehnung oder Übernahme des Textes der Definition der UN-Behindertenrechtskonvention, sondern geht weiter und spricht von nicht verschiedenen Barrieren, wie es in der UN-Behindertenrechtskonvention heißt, sondern spricht klar und deutlich von Einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, also wirft mit in die Debatte und nimmt in den Fokus mit die Überlegung, dass es auch um Einstellungen geht, die, das ist jetzt ein Stückchen unfair, wenn Sie da lautstark Gespräche führen und ich versuche ja im Grunde genommen Ihnen, okay Peter, dann müssen wir das nachher nochmal besprechen. Und so, jetzt will ich den Faden gern wiederfinden. Warum ist das wichtig? Weil ich glaube, Herr Reinhardt hat heute schon mal eine alte chinesische Weisheit wiedergegeben und ich will dann auch mal Bezug nehmen auf Konfuzius, der sagt, wenn die Begriffe nicht klar sind, kann man Aufgaben nicht erfüllen. Und wenn man Aufgaben nicht erfüllen kann, dann kann etwas in der Gesellschaft, ich sage das mal so im übertragenen Sinne, schiefgehen. Das wollen wir nicht. Welche Dimension das hat, hat Minister Pegel hier gesagt, wie viele Menschen betroffen sind. Aber Menschen sind, das möchte ich betonen, oder sind nicht behindert, sondern werden behindert in der Gesellschaft. Und da ist es, wie gesagt, ein zentrales Moment. Wie definiert sich das an der Stelle? Und es geht also um Einstellungen. Und wir gehen mit dem Entwurf, geht dieses Land einen Schritt weiter und hat einen Zusatz mit verankert, der sich aber im Übrigen wortgleich im SGB IX findet, nämlich den Verweis auf langfristige Beeinträchtigungen, die definiert sind mit einer Frist von länger als 6 Monaten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Sinne des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen schließt Kommunikation, das ist ein zweiter Aspekt, den ich ansprechen möchte, schließt Kommunikation
Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile Kommunikation, Großdruck, leicht zugängliches Multimedia und schriftliche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte, sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologie ein. Indem ich das alles aufgezählt habe, wird deutlich, wie groß die Bandbreite kommunikativer Mittel und Methoden ist, um eine barrierefreie Kommunikation hinzubekommen. Mit diesem Gesetzentwurf bleiben wir unter den Ansprüchen der UN-Behindertenkonvention zurück, und zwar deutlich. Wir haben die Gebärdensprache, das hat vorhin schon mal hier eine Rolle gespielt, die Gebärdensprache im bisherigen Gesetz verankert, und das aber ist auch ein Kritikpunkt, nur immer auf Anforderungen. Wer Gebärdensprache in Anspruch nehmen möchte, muss, der ist darauf angewiesen, erst einmal anzufordern, muss er aktiv werden. Also nicht die Gesellschaft geht auf den Betroffenen zu, sondern es muss dann angefordert werden. Das ist etwas, womit wir nicht zufrieden sein können. Und nun kommt der Zusatz. Herr Minister Pegel ist darauf eingegangen. Es wird ergänzt um leichte Sprache. Aber das ist eben nicht alles. Und wir schließen damit nicht die Lücken kommunikativer Barrieren. Und das macht uns unzufrieden. Das ist eben nicht das, was wir brauchen an dieser Stelle. Sehr geehrte Damen und Herren, die Nichtdiskriminierung und Gleichberechtigung von Frau und Mann gehören zu den allgemeinen Grundsätzen der UN-Behindertenrechtskonvention. Artikel 6 widmet sich den Frauen mit Behinderung. Darin geht es zum einen um das Bewusstmachen und Anerkennen dessen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderung mehrfachen Diskriminierungen ausgesetzt sind, und darum, diesen Benachteiligen zu beseitigen. Dazu gehört selbstverständlich auch die Sicherheit und der Schutz vor Gewalt, wie es wiederum in Artikel 16 der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben steht. Ich zitiere mal: Menschen mit Behinderung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte, zu schützen. Und nun erinnere ich gern mal an die letzte Landtagssitzung im Dezember. Da hat unsere Fraktion einen Antrag vorgelegt, die Istanbul-Konvention zu unterstützen. Und zwar spricht die ja sich aus für einen umfassenden Schutz und Gewaltprävention bei häuslicher und sexualisierter Gewalt. Und die Istanbul-Konvention ist faktisch eine Folge aus der UN-Behindertenrechtskonvention. Was haben Sie gemacht zu einem Zeitpunkt, als dieser Gesetzentwurf schon vorm Verfahren war? Er war in der Verbandsanhörung, Sie wussten darum. Sie haben abgelehnt. Und da frage ich mich, ob Sie sich selber ernst nehmen. Einerseits im Dezember den Vorstoß der Linken für eine Unterstützung der Istanbul-Konvention abzulehnen und nur wenige Wochen später mit einem Gesetzentwurf, der zu dem Zeitpunkt schon fertig war, vorzutreten und zu sagen, also da wollen wir jetzt aber die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt sehen, zu Recht umgesetzt sehen. Aber das ist eben nicht stimmig, was Sie machen, sehr geehrte Damen und Herren. Etwas zur Frage der Nutzung von Medien. Die Richtlinie verpflichtet dazu, geeignete Gesetzvorschriften und weitere Maßnahmen sicherzustellen, dass Websites und mobile Anwendungen für Menschen mit Behinderung und andere Nutzerinnen und Nutzer besser zugänglich werden. Das hat hier im Landtag auch schon mehrfach eine Rolle gespielt. Unter anderem sollte daraufhin eine Überwachungsstelle auf Landesebene eingerichtet werden. Wir haben also die Vorkehrungen dafür geschaffen und Anweisungen dafür gegeben. Und im vergangenen Jahr habe ich dazu mal eine Anfrage gestartet. Und wie ist es denn eigentlich mit der Umsetzung dieser Richtlinie, die sich mit Fragen des barrierefreien Zugangs von Webseiten und mobilen Anwendungen befasst? Und siehe da, die Überwachungsstelle gibt es, aber erst seit dem 1. April 2020. Es hat also anderthalb Jahre gedauert zwischen unserer Ansage und Auftrag an die Regierung, eine solche Stelle einzurichten, und der tatsächlichen Einrichtung dieser Stelle. Das ist, Linke wirkt, das ist einfach ein Ärgernis. Wir müssen es wieder, das ist wieder der Punkt, wir beschließen etwas, beauftragen die Regierung, und die Regierung macht dann, wann sie will. Und das scheint sie offensichtlich nicht zu stören, sonst hätten sie das doch auch mal moniert, an irgendeiner Stelle moniert.
Und dafür haben Sie uns genau, jedenfalls an dieser Stelle, ist das richtig bemerkt, Herr Liskow. Sehr geehrte Damen und Herren, Neubauten sowie große Um- und Erweiterungsbauten im Eigentum des Landes, landesunmittelbarer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts barrierefrei zu gestalten und Anmietungen nach den Kriterien der Barrierefreiheit vorzunehmen, begrüßen wir. Das ist eine Konkretisierung zu § 50 der Landesbauordnung. Nach dieser müssen bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, in dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienen, teilen, barrierefrei sein. Dies gilt unter anderem für Einrichtungen der Kultur- und des Bildungswesens, Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude. Erst vor einem Monat wurde der Antrag der Linksfraktion barrierefreie politische Teilhabe sicherstellen jedoch zurückgewiesen. Insofern widersprechen Sie sich auch an dieser Stelle, wenn Sie hier bemerken, es ist zu handeln, wollen die rechtlichen Grundlagen schaffen, wenn wir Ihnen vorschlagen, hier muss etwas getan werden, wenn es um die demokratische Teilhabe, wenn es um barrierefreie Wahllokale geht, dann lehnen Sie ab. All das ist widersprüchlich, all das ist insofern auch nicht akzeptabel. Wir sehen mit großem Interesse der Debatte in den Ausschüssen, insbesondere dann einer Anhörung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes entgegen und werden mit eigenen Vorschlägen die Diskussion bereichern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.